So, und damit geht es weiter mit der neuen Runde auf Mistralia. Ich habe hier einiges offscreen gefarmt, gewissermaßen. Ich habe ein Schild gedroppt, das ist ziemlich cool. Das ist, wo ist es denn? Moment. Hier ist es. Genau, ich habe es mal kurz erweckt, also halt irgendein Random Awake. Und ja, ich kann euch zeigen, was das Ding bringt. Wenn man jetzt hier komplett auf Damage Equipment steht, dann bin ich aktuell bei 14 HP, ja, ohne Buffs. Und mit dem Ding bin ich dann mal bei 16,2 HP, also ungefähr 2000 HP mehr, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und genau, wir werden es, glaube ich, dann auch gleich mal nutzen. Ich habe vor, jetzt zu leveln. Zuallererst, ich habe einen Umhang bekommen durch das Treue-System, also dieses Kabelsystem hier. 5 Speed, 100 Def, 150 Attack, das ist eigentlich schon mehr, als ich mir wünschen konnte. Das war eigentlich schon ziemlich gut, finde ich. Und das nächste haben wir auch gleich. Wir haben auch noch einige andere Sachen. Hier von Monkey, das glaube ich, schicke ich mal wieder zurück dann, das habe ich schon. Den Spieler, mit dem ich gestern was gefarmt habe. Und ja, einfach super viel anderes Stuff. So, genau. Genau, ich muss nur mal schauen. Rare Guardian Knuckle brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Meine Güte, ich habe so viel Stuff, jetzt wird es langsam echt ein bisschen krass. XP und Attack Speed, okay. Genau, Beats habe ich noch bekommen aus den Boxen hier. Ja, genau, direkt ein Nexus Speed, super. Okay, genau, dann können wir noch kurz schauen. Ach, ich habe übrigens noch Shop gemacht, deswegen habe ich ein bisschen mehr Geld als früher. Weg mit dem Ei. So, wie geht es hier? Nee. Also ich weiß nicht, ob das gerade sinnvoll ist. Ja, vielleicht ist es sinnvoll. Kein Plan. Miracle. Komm, mach was Cooles. Nein. Okay, also. Naja, wir werden es rausfinden. Wir verbrennen jetzt sowieso Geld. Ah ja, 3. Perfekt. Jetzt noch eine 5. Nicht ganz, aber okay. Dann kaufen wir vielleicht nochmal eins. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine schnellere Methode gibt als das. Aber, naja. Ziemlich teuer das Ganze, muss ich sagen. Ich will jetzt auch nicht so viel kaufen, weil ich einfach noch broke bin. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das gerade wirklich sinnvoll ist, weil die Preise hier fürs Rerollen des Pets sind halt wirklich, die sind krass. Also, ich meine, ich kriege eine Osaka-Waffe für 70 Millionen und ein Pet-Reroll kostet 10 Millionen. ja, das ist schon übel. Man kann die, glaube ich, auch nicht saugen oder so. Vielleicht kann ich irgendwo farmen oder vielleicht sogar craften. Also wahrscheinlich als Blacksmith, aber möglich. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin sowieso immer ultra unlucky bei Pets. Wirklich richtig ultra unlucky. Wieder eine 1? Eine 4. Wer hat denn eine 4? Nee. Komm, gib mir eine 5. Oh, perfekt. Super. Dann trotzdem erstmal rein mit dem Pet, raus mit dem Egg. Ab nach Astria, Channel 1. Zack, zack. Rein in der Paddy. Wie viele Leute sind hier? 6 Spieler? Wow. Okay. Kurz mal selbst buffen. Warte mal, ich krieg maximal Buffs. Beim Buffpeng. Lol. Ah ja, gut, dann. Ein bisschen Arbeit sparen. Habe ich alles? Ich habe alles. Okay, super. 18 HP momentan, aber. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Holy shit. ich habe noch einen Epic Guardian Knuckle gekauft. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich meine, wahrscheinlich macht es schon ein bisschen Sinn, weiß ich jetzt nicht. Eigentlich schon. Wobei, nee, stopp. 15% mehr XP. Ja. Safe Call, natürlich nutzen wir unseren Guardian Knuckle. Haben wir noch einen? Wir haben einen. Okay, 26,6k. Holy shit.
fast 2000 Def. Ja. Und ich bin natürlich wieder ein Champion. Ich habe keine Upcuts dabei. Hm, super. Einmal mit Profis. Was haben wir da alles rein? Also ich will bis 85 leveln für Dramnok dann. Wildseed gibt es nämlich auch ein Pet. Das ist ziemlich OP. Aber ich bin es zu faul, das rauszusuchen. Natürlich auch für das Set. Das Set ist nämlich auch nochmal wichtig. Schmuck weiß ich gar nicht. Glaube ich, kann man leveln. Knuckle ist auch geil. Also ja, wir haben schon echt ein paar Gründe, hier Dramnok zu farmen. Ob wir da halt irgendwie das überleben, weiß ich nicht. Das werden wir rausfinden. Wow, unser Schaden suckt ein bisschen. Vita. Warte, ich bin gerade überfordert. Moment. ja, Speed Attack. Zack, zack, zack. Das kriegt man auch relativ günstig und schnell und alles. Okay, was haben wir sonst noch alles? Hier haben wir noch irgend so ein Ding, kein Plan. Cast Speed ist super. Cast End, alles toll. Oh ja, Sekunde. Slash XP Block. Nee, Slash XP Stop. Okay. Einmal so. Dann brauchen wir noch vielleicht ein paar Amplis oder so. Was gibt's denn hier? Gibt's hier irgendwas? Ich hätte die billigen kaufen sollen, die mit 50%. Das mache ich dann noch schnell nach dem AOE. Oh, Level Up. Ohne Amplis. Wow, was? Okay, das ist krasser als gedacht. Das ist echt krasser als gedacht. Okay. Ah, fuck, wir hätten... Premium-Menü im Game-Shop. Warte mal, was suche ich gerade? Season Pass, wurde noch gesagt, soll ich mal noch claimen und kaufen. Was soll ich erst bekommen? Sonst dann... Oh, Pillen. Oh, hier, ja. Da sind tolle Sachen dabei. Sekunde. Maskerpad Metal. Was macht man mit den Dingern eigentlich? Haben die irgendeinen Sinn oder so? Event Shop da vielleicht? Nee. Was ist das? Weapon Rarity? Boah, ich habe keine Ahnung, wofür man den benutzt. Ich könnte nachlesen, ja. Definitiv. Aber nicht jetzt im Video. Hier, Metal Merchant. Trade. 1500. Ja gut, das ist ein bisschen teuer. Oh, aber X-Protect und so weiter gibt es sogar. Wie viel haben wir aktuell? Wir haben... 755. Na gut, okay. Interessant. Masken. Frogset. Gibt es ja auch diese. Ah, genau, die Dinge. Okay, 50.000. Holy shot. Okay, na gut. Achievement Manager. Wir sind Level. Das Ding wollen wir. Ich nehme gleich mal zwei mit von Ringmasters. Sind die echt tradable? Fuck. Ja, Profi. Professional Flaggspieler und so. Mhm. So. Einmal aktivieren und wieder rein. Genau. Upgraden. Ah, shit. 1280. Okay, das heißt, da muss ein bisschen was nachlegen. Einmal so. Ich versuche gerade mal alles zu aktivieren und so weiter und gerade irgendwie so ein bisschen im Ball zu bleiben. Okay, gibt es noch Moons und alles? Genau, was gab es sonst noch? Ah ja, genau, die Dinger können wir noch aufmachen. Vielleicht gibt es Upcuts oder so. Normalerweise gibt es Upcuts. Ah, okay. Ja, machen wir alles später oder so. Ein anderes Mal, keine Ahnung. Oh, was war das gerade? A-Protect oder so? Oh, Spritzen. Cool. Ein Endpad.
fast das, was ich mir gerade wünschte. Oh, das ist ein Gig, lol. Bist du stark? 87. Ja, ich probier's mal lieber nicht. So. Meine Güte, hier ist so viel zum Klicken und Machen und... Holy shit. Schöne ist, hier mit Soul Leeching und so weiter ist es halt echt entspannt zu leveln. Und auch mit MP Leeching, ich brauche halt einfach nie irgendetwas. Das ist echt cool. X-Protect. Glyph-Shards. Klingt wichtig. Ich glaube auch nur für Druiden. Weil alle anderen brauchen ja, glaube ich, was anderes. Also hier als... also ich muss ja Druide sein, um die Glyphen herzustellen. Das heißt, ich denke mal, ich kann ja auch nicht leveln. Und von dem her, ja. Weil wir haben ja verschiedene Metals. Wir haben... Ach nee, so ein Gilt irgendwo, Leute. Ich bin blöd. Na gut, okay. 77, by the way. Not bad. Ich würde die ganz gerne irgendwie schon nebenbei aufmachen. Das ist gerade nur sau umständlich gerade nebenbei. Naja. Macht's mit WASD und F6, macht das mehr Sinn? Ja, okay, macht mehr Sinn. Ja, das ist ganz gut, ja. So macht's mehr Sinn. Und mehr Spaß. Oh, ja. Geht auch ziemlich gut voran momentan. Naja, soweit so gut. Chi habe ich leider aktuell noch keins. Liegt einfach dran, dass ich halt gerade im Offline war. Beziehungsweise ich habe heute wieder das Bluescreen-Problem, was ich schon erwähnt habe. Und ja, ich denke mir teilweise, je weniger ich anhabe, desto besser. Ja, ich weiß nicht. Ich muss aber wahrscheinlich mein PC nochmal formatieren und dann. Gar keinen Bock drauf. Also einmal reicht das dann auch wieder für ein Jahr oder für zwei oder so. Hat echt nervig. Das levelt sich ganz gut momentan. Also Levelgeschwindigkeit ist echt sehr in Ordnung. Auch wenn ich nicht ganz sicher bin, ob das AOE-Leveln wirklich so sinnvoll ist. Also es funktioniert auf alle Fälle schon um einiges besser als früher. Aber so wirklich ideal ist es halt trotzdem gefühlt noch nicht. Also es ist halt, ich meine, das Server läuft aktuell gut. Ja, das andere Problem sind mehr so Posi-Bugs. Das Problem ist halt, das kannst du halt auch gar nicht mal so schnell irgendwie da beheben. Also ja, es gibt natürlich Server, die schon behoben haben. Was ziemlich cool ist. Aber... es ist halt nicht so einfach. Es ist halt wirklich, was ich gehört und gesehen habe, halt wirklich auch wieder so ein eigenes Rabbit Hole. Da kann man sich wieder Tage und Wochen und Monate wahrscheinlich sogar dran abarbeiten. Und bei manchen funktioniert es besser, bei anderen schlechter. Ich denke mal, jeder hat dann so ein bisschen seine Methode, das Ganze dann zu beheben. Aber ja, effektiv ist es halt wirklich schon wahrscheinlich halt relativ viel Arbeit. Und ich denke mal, auch für die meisten Privatserver macht das vielleicht auch gar nicht so viel Sinn. Ich meine, klar, wenn man jetzt hier ELA spielen will und so, und man hat die Posi-Bugs, ist es halt ultra nervig. Aber, ich glaube, es macht halt einfach auch nur Sinn auf Servern, die halt wirklich sehr lange Zeit existieren und existieren wollen und werden. Und ich glaube auch so innerhalb von einem Jahr oder eine oder zwei Jahre nach Launch, glaube ich, macht das auch noch gar nicht so viel. Also, es sind schon, aber ich glaube, es gibt auch noch andere Baustellen, die halt erstmal wichtiger sind. Das will ich damit sagen. Und
Ja, solche Sachen sind da mehr so ein. Ja. Eine Sache, die glaube ich später vielleicht kommt. So, ein bisschen scrappen. Mit der eingebauten Schmiede. Bald Level 8, dann glaube ich, kann ich wieder neue Sachen scrappen. Ich überlege gerade, ob ich auch die ganze Sache nochmal zurückschicke zu Monkey. Ich glaube, ist so mega nett und so. Aber ich glaube, ich scrap das einfach. Weil ich schätze, dass er es selbst nicht mehr braucht. Und wenn er kein Blacksmith ist, dann. Ja, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das wirklich. Ob er da irgendwas davon hätte. Da ist Pet 21%. Nice, Level 80. Okay, weiter geht's. Oh, oh. Heal, okay, funktioniert. So, Level Up und Level Up. Doppeltes Level Up. 5 Level 9. Okay, da ist nichts. Da ist nichts. Warte mal, Level 7. Mystical Might. 5 und... Ah, stimmt, genau. Ansonsten, was war das andere denn? Level 10. Ach, die Schilder waren Level 10. Shit, okay. Guardian Dust. Ja, kann man scrappen. Behalten wir erstmal noch. Okay, so. 81, by the way. Also noch 4 Level. Was skillen wir hier aktuell? Oh, fuck, STR. STR. Ich überlege gerade. Achso, die anderen Waffen, die kann man, glaube ich, nur herstellen oder so. Wir haben aktuell. Genau, normalen Hissknuckle. Den besseren Hissknuckle müssen wir, glaube ich, den herstellen. So, glaube ich, war das ja genau. Ja, okay, müssen wir mal schauen. Ist dann wahrscheinlich doch eine Herausforderung. Ach so, 81. Wir könnten jetzt zum nächsten, zu dem Mutant-Augo. 10 Level drüber ist eigentlich easy. Relativ easy zumindest. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir Tramnok mit dem aktuellen Equipment schaffen. Das ist schwer vorhersehbar irgendwie. Wir haben jetzt aktuell. Ja, okay, es hat nur plus 3. Vielleicht lieber plus 5, auf plus 5 upgraden oder so. Einfach zur Sicherheit. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, irgendwie, wie weit sollen wir denn überhaupt gehen? Sollen wir wirklich voll upgraden? Also ich habe auch gehört, man kann noch weit upgraden auf plus 10 oder plus 12 oder so, glaube ich, sogar. Oder sogar oder plus 16 oder weiß nicht mehr genau, keine Ahnung. Also ich glaube weiter als plus 10. Schwierige Sache, echt schwierige Sache. Ich glaube, wir probieren es einfach mal aus. Wir sterben uns einfach mal durch. Beziehungsweise Dungeon Reset ist eher um 2 Uhr, jetzt aktuell 1 Uhr nachts. Insofern können wir nicht durchsterben, wie wir wollen. Ist eigentlich ganz egal. Einfach rein, Dramnok, und schauen, wie es funktioniert, wie es läuft. Der Rest ist eigentlich erstmal egal, würde ich sagen. Ja, genau. Das klingt eigentlich ganz gut. Warte mal, hier Dice Suit? Nee. Gar keine Satzteile, oder wie? Hm, okay. Ja, ein guter Knuckle wäre natürlich jetzt schon nochmal wünschenswert. Weil halt mehr Schaden bedeutet dann wirklich auch wieder mehr Regeneration, also mehr Soul Leeching. Das heißt, wir brauchen schon irgendwie ein bisschen mehr Schaden als aktuell wahrscheinlich.
Aber wie viel das wir brauchen, das ist halt schwer zu sagen. Ich muss mal schauen. Wir können auch mal direkt schauen. 82 sind wir eh schon. 31 KHP sieht eigentlich aktuell auch ganz gut aus. Wahrscheinlich müssen wir gar nicht restatten. Wir haben jetzt ein bisschen mehr STR als vorher, klar. Aber ich glaube, restatten wäre relativ, relativ übertrieben. Weapons. Special. Hier. Bla bla bla. Level 7, wir können die sogar schon bauen. Mystical Might, genau das Ding wollte ich haben. Weil ich glaube, mit dem Ding. Ich meine, das Ding ist jetzt auch nicht so krass und so, aber zumindest so tendenziell. Ich meine, die Crit-Rate ist halt nice. Attack ist, glaube ich, ein bisschen höher. Ja, und insgesamt, glaube ich, haben wir dann schon. Ja, Speed, STR. 20 STR ist natürlich auch eine Menge. Ich glaube, insgesamt haben wir dann schon relativ gute Karten. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es kann ja sogar. Also, es wird, glaube ich, an random gerollt. Das heißt, die Rarity kann man halt. Kann auch ankommen kriegen oder so. Keine Ahnung. Was natürlich schon auch relativ nett wäre. Aber ja, natürlich, damit können wir jetzt nicht planen oder so. Das geht natürlich nicht. Ach so, wollten uns Next Mobs. Oh, fuck. By the way, 2 Level 17 bringt jetzt übrigens schon Stats, also für jedes Level. Wie ich schon erwähnt habe, jede oder alle 10 Level bringen immer andere Bonis. Aktuell sind wir bei den Stats angelangt, das sind wir jetzt bei All Stats 13. Ich glaube, das Ende ist in All Stats 20 oder ich glaube 20 waren das dann. Und ich meine, 13 All Stats ist natürlich schon eine ganze Menge, also das macht sich auch hier schon ziemlich bemerkbar, auch an den Int und so. Normalerweise würden wir auch viel weniger Damage machen, weil wir haben halt nichts in Int geskillt. Von dem her, ja. Nimmt man auf alle Fälle immer mit. Ach fuck, wir haben ja gar nicht jetzt mal diesen Effekt, den ich vorher wollte. Shit. Das Ding wollte ich haben, genau. Ach genau, das Ding habe ich auch mit Crit-Schaden erweckt. Ah, super. Weil erst jetzt haben wir die 11 von 11, genau, was den XP-Bonus bringt. Ups. So, jetzt, genau, jetzt, erst jetzt haben wir den Bonus. Shit. Na gut. Das Ding ist plus 3. 50 Def bringt das sogar. Oh lol, 2,4k Def haben wir jetzt momentan. Okay, krass. Die Spawns sind hier ein bisschen anders gefühlt. Ein bisschen kompakt, aber zumindest was Gutes. Oh, 7k Damage, ups. Ja, mal schauen. Mal schauen.